Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 6 News Update. Gerade eben wurde der absolut geile Rampart Trailer veröffentlicht. Der Rampart Gameplay Trailer, der geht eine Minute und ein paar Sekunden, ist der absolute Wahnsinn. Mein Favorite in Sachen Legende-Vorstellung, wie ich finde. Ich zeige euch den Trailer jetzt. Dort werden sämtliche Fähigkeiten benannt. Danach gibt es eine kleine Analyse. Sollte wirklich nicht allzu lang gehen, wie ich hoffe. Und danach war es das schon wieder. Ich hoffe natürlich vorab, wie immer, dass ihr dem Video schon mal einen Daumen nach oben da lasst, ein Abo, wenn ihr neu seid. Und wenn ihr zu den 38% gehört, die noch immer nicht abonniert haben, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert für weitere Apex Legends Season 6 News Updates, Livestreams, Tipps und Tricks und so weiter. Das war's von mir bis jetzt. Viel Spaß jetzt bei dem mega geilen Trailer. In a dog-eat-dog world, it ain't great. Unless it's got Rampart written on it. Dying to show him what we're made of, which is just blood and guts, really. Ramya Parekh, aka Rampart, you poor little plonka, is the most infamous modder in the Outlands. Champion or not, I am ready for a fight. This expert craftsperson is perfect for fortifying her squad's position. It ain't mechanical engineering. You're either here or you're dead. Her reinforced wall not only provides cover, but the amped shield charges outgoing fire for devastating effect. Woohoo! This is the best bloody day ever! And combined with her modded loader, her defense is the best offense. Who taught you how to fight? Have to hit their head on a bloody speed train. Boom! Rampart may have a big mouth. Aw, don't run now! Get your butts back here! But she's got a big gun to back it up. Say hello to Sheila, mates. Her heavy mounted turret rains lead down on her enemies. And you get a bullet! And you get a bullet! And you get a bullet! Ah! She may not have planned to be a legend, but like her motto says, time to turn crap into gold. Los geht's mit der kleinen Analyse. Ich bin vorab schon auf eure Meinung gespannt, was ihr vom Trailer haltet. Ja, das ist nämlich schon das erste Interessante, was es zu übersehen gibt. Rampart spielt hier schon mit der neuen Season 6 Waffe, der Volt SMG. Wir haben an der Volt SMG selber schon einige Informationen. Vielleicht haben wir ja Hoffnung, dass irgendwann das auch auf andere Waffen übertragen wird. Und zwar dieses Layout. Hier steht übrigens auch Temperatur 72 Grad. Möglicherweise hat diese Waffe auch einen Überhitzungsschutz wie die L-Star. Ob das jetzt hundertprozentig so ist, weiß ich leider nicht. Ich habe Titanfall nie gespielt, denn da ist diese Waffe her. Und es wird keine goldene Dropwaffe. So viel sollte sicher sein, weil jede goldene Dropwaffe immer ein Visier, irgendein Visier oben drauf hat. Und das scheint das ganz normale Standardvisier zu sein. Ihr erster Finisher ist auch klar, habe ich im letzten Video schon gezeigt. So, hier wird jetzt die erste Fähigkeit benannt, die taktische Fähigkeit. Ampled Cover steht auch unten rechts. Baue eine Barrikade auf, die eingehende Schüsse blockiert und ausgehende Schüsse verstärkt. Hier wird es mit etwas anderen Worten beschrieben, aber im Grunde ist es genau das Gleiche. Es ist so geil, wie sie abgeht hinter dem Schild. Hier haben wir die passive Fähigkeit. Modded Loader bedeutet nichts anderes als erhöhte Magazingröße für LMGs. Und jetzt kommt genau das, was ich vermutet habe. Überhitzungsschutzvergrößerung. Das heißt, zum Beispiel für die Elster, die Überhitzung wird später kommen. Es gibt nämlich nur drei LMGs, die Spitfire, die Devotion und die Elster. Und schnelleres Nachladen für die LMGs bzw. Recharge Time, also Aufladezeit für ihre Minigun, quasi ihre ultimative Fähigkeit. Das ist übrigens ihr zweiter Finisher, der einfach mal absolute Sahne ist. Mein absolutes Favorite
mitunter mit dem Finisher von Wraith, mit dem Portal. Und hier haben wir ihre ultimative Fähigkeit, Sheila, Emplaced Minigun Sheila, platziere ein befestigtes Maschinengewehr, was jeder benutzen kann, mit einer verdammt hohen Munitionsanzahl, aber lange Nachladezeit. Und das ist das Geile, jetzt wissen wir nämlich auch, dass das definitiv nicht die Entfernung ist, sondern die Munitionskapazität 173, denn in diesem Visier haben wir auch eine Entfernungsanzeige und auch eine Überhitzungsanzeige, sprich hier minus 7 Grad, das ist ja aber eine interessante Temperatur für eine Waffe. Also können wir davon ausgehen, dass wenn wir als Rampart diese Waffe benutzen, kommt der Überhitzungsschutz später, genauso wie bei der Elster. Und wenn du als Normalo die Elster oder eben dieses Minigun bedienst oder die Sheila bedienst, kommt die Überhitzung halt deutlich früher. Ist absolut krank. Genau, Zeit Scheiße in Gold zu verwandeln, finde ich absolut geil, diesen Spruch. Abzuwarten bleibt natürlich die Cooldown-Zeit. Wir sehen nämlich auch hier in diesem Gameplay-Trailer mal wieder mehrere von ihren taktischen Fähigkeiten, also dieses Amped Cover aufgestellt. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die Cooldown-Zeit sehr, sehr gering sein wird. Vielleicht kann sie auch gleich 3 mit einmal aufstellen, wobei ich das aber viel zu heftig finden würde, weil du so ganz einfach ohne Probleme irgendwelche Hauseingänge verbarrikadieren kannst. Und das ist ja fast noch schlimmer als die Caustic-Falle oder die Elektrozäune von Watson. Das war meine klitzekleine Analyse. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wie immer, habe ich irgendwas übersehen, könnt ihr es gerne vervollständigen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat der Trailer absolut geflasht. Und jetzt habe ich umso mehr Bock auf Season 6. Ich bin auf eure Kommentare gespannt, was ihr sagt zu Rampart, zu dem Video. Das war es jetzt von mir. Wie gesagt, Daumen da lassen, ein Abo da lassen, wenn ihr neu seid. Und rund um Apex Legends, gerade zu Season 6, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Rest Sonntag. Und am Dienstag morgen 7 Uhr startet die neue Season. Wer es noch nicht mitbekommen hat, die wurde um 12 Stunden vorverlegt. Ich werde versuchen, nach meiner Nachtschicht auch online zu sein. Eventuell startet der Livestream einfach ein paar Minuten später, weil der Download wahrscheinlich erst mal wieder ewig dauern wird. Bis es dann kopiert ist, ist es wahrscheinlich 7:30, 8:00. Möglicherweise, vielleicht starte ich den Livestream aber auch schon kurz vor um 7. Lasst euch einfach mal überraschen. Das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch was. Haut rein. Ciao.